Die Rover Range ist der neueste Streich aus dem Hause JSC und ihr könnt schon sehen, die kommt in so einem schicken Camo-Look daher. Und neben Bivvies, einer Liege, Stühlen und natürlich auch Routen umfasst die Range auch diesen Rucksack hier und den gucken wir uns jetzt genauer an. Machen wir den Karton mal auf von der einen Seite. Und hier kommt er hervor. Das ist der Rucksack. Das Außenmaterial wirkt ja relativ robust und relativ fest. Also ich könnte mir vorstellen, dass der mal eine gewisse Zeit im Regen stehen kann. 20 Liter passen da übrigens rein, also 20 Liter Fassungsvermögen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ins Innere. Genau, hier geht es ins Innere. Hier könnte man sich zum Beispiel für kurze Short-Sessions könnte man sich zum Beispiel hier einen Laptop reintun oder auch Essen oder auch natürlich eine Tackle-Box. Gar kein Thema. Hier oben können dann kleinere Utensilien rein oder auch die Angelpapiere. Dann haben wir noch hier ein kleines aufgesetztes Fach, wo man natürlich noch jede Menge Tackle unterbringen kann oder zum Beispiel vielleicht auch eine Brille, Polarisationsbrille. Besonders jetzt im Frühjahr eine spannende Sache. Und natürlich noch vorne genügend Platz. Hier könnten zum Beispiel auch noch Kleinteile untergebracht werden. Cooles Teil. Den Rücken kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Gepolstert mit gepolsterten Schultergriffen. Ich würde sagen, dann setze ich direkt mal auf. Schau mal, wie der so sitzt. Man merkt schon, die Reißverschlüsse sind relativ leichtgängig und die haben hier oben drüber so eine Lippe, die sie praktisch über den Reißverschluss drüber stülpt. Und verhindert natürlich, dass hier noch irgendwie Wasser in diese Fächer eindringt, ne? Setzen wir das Ganze mal auf. Da ist das Ding. Fühlt sich gut an, sitzt gut. Und um den Ganzen natürlich noch mehr Halt auf dem Rücken zu geben, hat man hier natürlich noch so einen Gurt, den man um die Hüfte legen kann. Und wo das Tragen dann auch auf eine längere Dauer nicht zur Last fällt. Ja, für wen eignet sich so ein Rucksack? Ganz klar, jetzt gerade im Frühjahr, wenn man irgendwie für kurze Zeit ans Wasser fährt, nur wenig Tackle dabei hat. Oder natürlich auch, um hier Essen unterzubringen. Getränke, hierfür gibt es extra auch noch Außenfächer. Hier passt eigentlich alles rein, was man braucht, um so eine Day-Session am Wasser zu verbringen und trotzdem ausreichend Equipment mitzunehmen und natürlich auch noch cool auszusehen. Weil gerade in puncto Optik finde ich dieses Camo-Design wirklich, wirklich cool, wirklich gelungen. Das ganze Ding kostet übrigens nur etwa 40 Euro. Finde ich für so einen brandneuen Rucksack auch durchaus angenehm. Von daher checkt ihn auf jeden Fall mal bei JRC ab. Und dieses gute Exemplar verlosen wir natürlich. Es geht an einen Gewinner. Kommentiert mal unten, warum ihr diesen Rucksack gewinnen möchtet und wo ihr den im Frühjahr einsetzen würdet. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, um kein weiteres Unboxing mehr zu verpassen. Und ja, ich wünsche dem Gewinner viel Spaß mit dem Rucksack. Bin raus, bis zum nächsten Mal.